Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört, ich bin immer noch angeschlagen. Es ist eigentlich noch schlimmer als beim letzten Video. Und ich habe tatsächlich auch lang überlegt, ob ich dieses hier drehen möchte. Aber ich möchte, dass der Content hier weitergeht. Und deshalb habe ich mich auch ein bisschen zurechtgemacht, damit ich mich ein bisschen wohler fühle oder nicht so aussehe, wie ich mich tatsächlich fühle. Ich möchte heute mit euch über meine 23 für 23 Liste sprechen. Ich habe mir 23 Titel ausgesucht, die ich im Jahr 2023 lesen möchte. Wie auch im Jahr 2022 habe ich die Liste wieder bunt gemischt mit Büchern von meinem Sub. Das heißt, da kommt dann auch vielleicht endlich mal noch mal ein bisschen Bewegung rein. Und die andere Hälfte sind Bücher, die entweder jetzt erst neu erscheinen oder bereits auf dem Markt sind, die ich aber unbedingt lesen möchte. Starten wir direkt mit dem ersten Buch, das auch schon im Januar erscheint. Still Searching for You von Valentina Fast. Ich habe die ersten beiden Bände ja schon gelesen und bin total begeistert von der Reihe. Ich habe es in meinem Neue Bücher 2023 Januar Video ja schon erzählt, dass ich diese Reihe super gut finde und dass gerade Band 1 auch ein Highlight für mich war. Und jetzt erscheint eben Band 3 und den möchte ich dann im Jahr 23 auch lesen. Nach einem Wasserschaden in seiner Wohnung braucht Ryan schnell eine neue Bleibe und kommt in eine Ferienhütte des neu eröffneten B&Bs seiner Schwester Amber unter. Gleichzeitig hat Ambers Geschäftspartnerin diese Hütte an ihre Cousine Kate vergeben. Aus Mangel an Alternativen teilen Ryan und Kate sich die Hütte und kommen sich schnell näher. Doch als er herausfindet, dass Kate die Tochter seines größten Konkurrenten ist, glaubt er, sie wäre nur mit ihm zusammengezogen, um ihn auszuspionieren. Zwischen Anziehungskraft und Misstrauen hat diese Liebe eine Chance. Als zweites Buch habe ich mir The Witches of Silent Creek auf die Liste geschrieben. Da erscheint der zweite Band ja auch im Jahr 23 und ich habe den ersten noch nicht gelesen und deshalb habe ich den auch auf die Liste gesetzt und nicht direkt den zweiten. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich Band 1 lese, werde ich dann auch Band 2 zeitnah lesen. Oder ich werde es halt so timen, dass ich das Buch von der Liste streichen kann, kurz bevor der zweite Band erscheint, damit ich nahtlos weiterlesen kann. Sieben Hexenzirkel, drei Artefakte, eine bedrohliche Aufgabe. Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimat ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß, an diesem rauen Ort ist nicht normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die Hell vor allem in Tyrell Burnett zu spüren glaubt, ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommilitonen am Creeks College. Ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben. Hell wird klar, dass dunkle Mächte wirklich existieren und die Menschen bedrohen. Und das Schlimmste, sie fühlt sie in sich selbst. Das dritte Buch, das ich auf meine Liste gesetzt habe, ist der dritte Band der Cherry Hill-Reihe, der da heißen wird A Place to Belong. Ich freue mich ja schon sehr, sehr, sehr auf dieses Buch. Es erscheint erst Anfang April. Das heißt, vorher kann ich es gar nicht von meiner Liste abhaken. Aber Band 1 und 2 waren schon solche Lese-Highlights für mich, dass es klar war, dass ich Band 3 auch lesen möchte. Und ich versuche ja immer, Bücher auf die Liste zu setzen, von denen ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall lesen werde. Es bringt mir ja nichts, Bücher draufzusetzen, auf die ich jetzt nicht so enorm scharf bin und dann am Ende des Jahres sagen muss, ja, ich habe die Hälfte der Liste nicht gelesen, weil sie mich nicht interessiert hat. Macht Sinn, aber ich hatte auch schon ein Jahr, wo ich wirklich Bücher draufgesetzt habe, von denen ich dachte, ja, mach sie mal drauf, dann bist du wenigstens ein bisschen motiviert, die zu lesen. Spoiler-Alarm, ich habe sie nicht gelesen. Als die Journalistin Maggie Gardner auf Cherry Hill eintrifft, wird sie von den McCarthy-Schwestern mit offenen Namen empfangen. Sie soll für mehr Publicity für das neue Baumhaushotel sorgen. Flynn, der die gemütlichen Baumhäuser auf der Farm entworfen hat, soll ihr gleich alles zeigen. Obwohl Flynn Journalisten nicht ausstehen kann, beginnt es zwischen ihm und Maggie bald zu knistern. Ehe sie es sich versieht, fühlt sich Maggie auf Cherry Hill wie zu Hause. Wie soll sie Flynn und den McCarthy-Schwestern, die sie ins Herz geschlossen hat, jetzt noch die Wahrheit sagen, warum sie wirklich hergekommen ist? Dann erscheint im Februar der dritte Teil der Westville-Reihe und den musste ich natürlich auch auf die Liste setzen. Wie ihr wisst, ist Lena Kiefer meine liebste deutsche Autorin und ihr werdet sie auf der 23er-Liste noch ein zweites Mal finden. Bei ihr weiß ich einfach, dass ich die Bücher lesen möchte und werde und bin dementsprechend guter Dinge, dass diese beiden auch schnell
nach Erscheinen, oder das eine ist schon erschienen, aber dieses hier schnell nach Erscheinen gelesen wird. Vielleicht sogar direkt ab dem Release Day. Kann ich mir bei mir sehr gut vorstellen. Ich kann euch natürlich jetzt nicht den Klappentext vorlesen, weil dieser extrem spoilern würde zu Band 1 und 2. Ich kann euch aber erzählen, um was es in der Reihe allgemein geht. Bei Lena Kiva ist es ja immer so, dass Band 1, 2 und 3 immer die gleichen Protagonisten hat und nicht wie in ganz vielen New Adult Büchern ein Buch ein Pärchen abschließt und das nächste Buch das andere Pärchen abschließt. Also in Westville in der ganzen Reihe geht es um Chess und Helena. Ihre Geschwister haben sich verlobt und waren verliebt und wollten heiraten und sind in einer schicksalshaften Nacht umgekommen. Und ihre Geschwister, also Chess und Helena, versuchen halt herauszufinden, was geschehen ist. Und ja, bei den beiden knistert es halt auch gewaltig. Und da ist noch viel, viel mehr außenrum, also so ein bisschen Romeo und Julia und, oder Romeo und Julia. Und das Ganze spielt halt in New York, hat so ein bisschen Gossip Girl Style. Also ich finde die Reihe einfach wunderschön. Dann erscheint im März bei Fischer ein Buch, auf das ich mich schon sehr freue und deshalb habe ich es auch direkt auf die Liste setzen müssen. Also das ist eins der Bücher gewesen, die mir direkt in den Kopf gekommen sind, als ich gedacht habe, so, was an Neuerscheinungen darf auf die Liste. Ich spreche von Game Show, der Preis der Gier. Als ich mir so auch beim Zusammenstellen meiner Neuzugänge für das restliche Jahr den Klappentext durchgelesen habe, dachte ich schon, okay, das Buch ist auf jeden Fall was für dich. Es hat so eine Mischung aus Dystopie, aber auch so ein bisschen durch dieses Game Show, so ein Trash-TV-Faktor, womit man bei mir ja direkt an der richtigen Adresse ist. Aber ich lese euch einfach den Klappentext vor und dann wisst ihr, was ich meine. 2126, New London. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass es nur einen Weg gibt, dieser Hölle zu entkommen. Sie muss es in die nächste Gameshow schaffen. Wer an der Gameshow teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen oder bezahlt die Chance mit dem Leben. Cass bekommt unerwartet Hilfe von Jax, dem besten Gamer in der Arena. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr eigenes Leben und gesellschaftlichen Aufstieg. Doch ihr Deal und auch ihre Gefühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen kann. Das nächste Buch, das es auf meine 23er-Liste geschafft hat, ist Ravenhall Academy 1, Verborgene Magie. Das ist ja von der lieben Julie ihr Debütroman. Das war jetzt super gutes Deutsch. Ich habe sie auf der Buchmesse getroffen und sie hat mir schon ein paar Goodies in die Hand gedrückt und sie ist einfach so ein lieber, sympathischer Mensch. Und irgendwie liebe ich es auch, solche Menschen zu supporten. Das Buch sieht auch wunderschön aus. Es hat einen wunderschönen Buchschnitt mit Mondphasen. Also damit hat man mich ja eigentlich in der Regel direkt. Aber auch der Klappentext hat mich total überzeugt. Lilly kann es nicht fassen, als sie von ihrer Grandma erfährt, dass sie eine Hexe ist. Um die in ihr schlummernde Magie zu trainieren, wird sie auf die Ravenhall Academy geschickt. Plötzlich gehören Hexensprüche, mystische Legenden und sagenumwobene Wesen zu ihrem Alltag. Und Jason, sehr attraktiv, aber leider auch Grund für so manche Auseinandersetzungen. Ebenfalls aus dem Hause Fischer habe ich noch ein weiteres Buch auf die Liste packen müssen. Dark Sigils 2, da war der erste Band ja ein richtiges Highlight für mich und deshalb war auch klar, dass ich Dark Sigils 2 auch lesen werde. Ich habe da heute auch noch was vor. Das war auch ein Grund, warum ich mir die Locken gemacht habe, aber das seht ihr dann auf Instagram, wenn es soweit ist. Also schaut da gerne mal vorbei und ja, da kriegt ihr solche Aktionen immer schneller und aktueller mit, als wenn ich von einem Video erzähle und im Nachhinein das Video erst 3-4 Tage später hochlade. Also schaut einfach mal öfter bei Instagram vorbei, schaut in die Stories, da nehme ich euch ja eigentlich täglich mit durch mein Leben, okay? Momentan eher weniger, aber in der Regel schon. Die Dark Sigils sind die mächtigsten Artefakte, die je geschmiedet wurden. Doch ihre Magie nimmt der Sigil-Trägerin Rain alles. Die eigene Freiheit und noch dazu ihre Liebe zu Adam, dem Mirror Lord. In ihrer Verzweiflung sieht Rain nur eine Möglichkeit. Sie schließt sich den Rebellen an, um mit ihnen zu dem geheimnisumwitterten 8. Dark Sigil zu gelangen. Dabei muss sie sich nicht nur einem unbekannten Gegenspieler stellen, sondern auch Adam selbst, denn er kennt die Dunkelheit, die von der Weltbesitz ergreifen wird, wenn die Sigilträger sich ihrem Schicksal widersetzen. Im Februar erscheint dann auch noch der 3. Teil der Hungry Hearts-Reihe von Nena Dramutani. Ich liebe diese Reihe. Ich habe mir auch den 3. Band schon als Bücherbüchse
Sonderedition bestellt. Also normalerweise erscheinen die Bücher als Paperback, ohne Buchschnitt, ohne alles. Aber die Bücherbüchse hat eine Hardcover-Version rausgebracht. Damals, ich glaube, in der Liebesbüchse Juni. Und ich habe mir Band 1 und 2 halt gekauft und werde dann halt dementsprechend nicht mit meinen Zwängen vereinbaren können, dass ich mir Band 3 nicht auch in der Hardcover-Edition mit farbigem Buchschnitt etc., dass ich mir die nicht zulegen werde. Ihre Gefühle hält Darcy seit Jahren unter Verschluss. Niemand weiß, wie hart das letzte Jahr für die junge Köchin im Sterne-Restaurant Prisma war. Wie weh es tat, als Nicholas, der älteste Sohn, der Restaurantbesitzer seiner Heimat Goldridge, auf der Suche nach Freiheit verließ. Wie besonders ihre Verbindung war, als Dick auf einmal wieder auftaucht und ganz selbstverständlich ein Foodstyling-Projekt initiiert, kann Darcy ihre Wut kaum im Zaum halten. Da sie für ihre kreative Ader bekannt ist, fällt ausgerechnet ihr die Aufgabe zu, die feinen Gerichte für Nicks Fotos in Szene zu setzen. Mit Genugtuung merkt sie, dass er ohne sie aufgeschmissen ist, aber auch, wie hervorragend sie sich immer noch ergänzen. Da sie fühlt sich nicht nur von Nick verraten, der sie im Stich ließ, sondern auch von ihren Gefühlen, die plötzlich in ungeahnter Intensität aufflammen. Dann hat es ein Buch auf die Liste geschafft, das ich schon seit Monaten kaufen und lesen möchte, weil mir damals so oft erzählt wurde, dass es ja so ein bisschen Love Me Girl Style hat. Ich spreche von vielleicht jetzt von Caroline Wahl. Anhand der Klappentexte konnte ich da jetzt noch nicht so viel Parallelen entdecken, außer dass es in den einen um eine Gabby und einen Anton geht. Und ja, das ist ja eher so Love Me Boy Style. Aber ich bin gespannt. Ich habe schon sehr, sehr viel Gutes von der Reihe gehört und werde dem Ganzen jetzt auch eine Chance geben. Fast hätte Gabriella in Brasilien ihren Flieger verpasst und jetzt sitzt sie auch noch neben diesem unverschämten oder eher unverschämt gut aussehenden Kerl. Na toll, obwohl er eigentlich ganz süß ist. Aber für die Liebe hat sie ohnehin keine Zeit. Schließlich fliegt sie nach München, um ihren Vater kennenzulernen. Undercover beginnt sie ein Praktikum in seiner Catering-Firma. Doch an ihrem ersten Arbeitstag in der Küche stellt sich ihr Ausbilder ausgerechnet als Anton, aka ihr Sitznachbar, im Flugzeug heraus. Vergeblich versucht Gabriella, gegen die Funken zwischen ihnen anzukämpfen, denn Anton hat klare Regeln, was Beziehungen am Arbeitsplatz angeht. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Buch von Lena Kiefer, das es auf meine Liste geschafft hat. Das ist natürlich Don't Love Me. Wer meine Videos regelmäßig verfolgt, weiß, dass ich diese Reihe noch nicht gelesen habe. Und das möchte ich ganz, ganz schnell und zeitnah nachholen. Der erste Band heißt, wie gesagt, Don't Love Me und die Reihe betrifft Kenzie und Lyle. Kenzie ist nicht begeistert, ihr Designpraktikum in den schottischen Highlands zu absolvieren. Doch als sie dem jungen Erben einer Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie, doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken, denn ihre Anziehungskraft kann ihn einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als Lyle selbst, wie verhängnisvoll eine Beziehung mit ihm für sie enden könnte. Wer meine Videos regelmäßig verfolgt, dem wird jetzt auch aufgefallen sein, dass viele der Weihnachtswunschlistenbücher auf meine 23 für 23 Liste gewandert sind. Genauso auch wie das nächste Buch. Ich habe mir nämlich Zimmer gesucht, Liebe gefunden, auch auf meine Liste gesetzt, weil ich dieses Buch so unbedingt lesen möchte. Da habe ich aber auch schon im Weihnachtswunschlistenvideo sehr, sehr viel davon geschwärmt. Lest euch einfach nochmal den Klappentext vor und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Buch. Was tun, wenn man nach 2 Jahren Beziehung über Facebook absolviert wird? Und 148 Freunden gefällt das. Emmas große Liebe Leon hat sie für die heiße Influencerin Larissa sitzen lassen. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die beiden zusammenziehen wollten. Eine neue Bleibe muss her. Glücklicherweise sucht Dirk, ein Bekannter ihrer besten Freundin, eine neue Mitbewohnerin. Das Problem, er ist ein eigensinniger Computer-Nerd, der im echten Leben mit Menschen nicht viel anfangen kann. Und erst recht nicht viel mit Liebeskummer. Aus Mangel an Alternativen zieht Emma bei ihm ein. Das Chaos ist vorprogrammiert. Und auch das nächste Buch habt ihr schon auf meiner Weihnachtswunschliste gesehen. Das wäre nämlich Prison Healer 1, die Schattenheilerin. Da habe ich gerade vorhin noch mit Evie drüber gesprochen, die sich kaputt gelacht hat, dass sie gerade zu Prison Healer 2 ein Reel gedreht hat. Auf das bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das klingt nämlich sehr, sehr lustig, allein nur vom Erzählen. Wenn man es dann sieht, ist es wahrscheinlich noch lustiger. Aber ja, ich werde die Reihe nächstes Jahr auf jeden Fall angehen. Ich bin durch die Liste jetzt ja auch im Zugzwang, nenne ich es jetzt mal.
das Buch dann endlich zu lesen. Lasst dich hineinziehen in eine einzigartige Fantasy-Welt. Seit ihrer Kindheit lebt die 17-jährige Kiva in Zalindov, dem brutalsten Gefängnis von Wenderall. Als Heilerin kümmert sie sich um alle Insassen, doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss Kiva nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementarurteil unterziehen. 4 Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sind beide frei. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönigin sterben. Kommen wir jetzt zu den Büchern, die bereits auf meinem Sub schlummern und die ich auch quasi in Printform hier neben mir liegen habe. Das erste wäre Die 6 Kraniche von Elisabeth Lim. Ich denke, so wird sie ausgesprochen. Das Buch habe ich in einer Wichtelrunde bekommen und habe es seitdem tatsächlich einfach ins Regal gestellt und da vor sich hin gammeln lassen. Der zweite Band, Der Schwur des Drachen, ist auch bereits erschienen und da dachte ich mir, vielleicht kann ich mich ja durch diese Liste nochmal animieren, das Buch zu lesen. Es ist auch die Edition mit diesem wunderschönen goldenen Buchschnitt. Also da bin ich echt froh, dass ich das noch ergattern konnte, beziehungsweise meine Wichtelfee das noch ergattern konnte. Prinzessin Shiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen, doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Raikama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Brüder in Kraniche und belegt Shiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Shiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams. Dann hat es ein Buch auf die Liste geschafft, das schon, ich weiß gar nicht wie lang, hier auf meinem Sub liegt. Flash and Fire von Jennifer Armentrout in der Chest of Fandoms Spezialedition. Ich wollte das eigentlich mit einer Freundin zusammen lesen und habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie Zeit findet und sich meldet. Und dann waren wir irgendwann essen und dann meinte sie so, ja, ich lese ja gerade Flash and Fire und bla bla blub. Und ich denke so, eigentlich wollten wir das zusammen lesen, aber egal. Und dann war ich irgendwie so gefrustet, dass ich es dann selbst nicht alleine gelesen habe. Aber da ich ja jetzt Shadow and Ember lesen möchte, würde ich schon gerne vorher Flash and Fire und Crown and Bones lesen, damit ich auch einfach weiß, wer die Charaktere sind, die in diesem Prequel auftauchen. Ich kann euch jetzt natürlich nicht den Klappentext zu Band 2 vorlesen, weil das immens spoilern würde zum ersten Band. Aber allgemein geht es in der Reihe um Poppy. Sie ist das Auserwählte. Sie darf vor ihrem Volk quasi nicht sichtbar sein. Also sie trägt immer einen Schleier. Das Volk weiß nicht, wie sie aussieht. Nur in ganz speziellen Momenten darf sie den abnehmen oder auch nur vor einer Handvoll Personen. Einer davon ist ihr neuer Personenschützer, nenne ich es jetzt mal Hawk. Und die beiden verstehen sich halt sehr, sehr gut. Und das Problem ist nur, dass Hawk nicht der ist, den er zu sein scheint. Das ist so das Grundgerüst, der Start der Reihe. Und ich finde einfach, dadurch, dass Blood and Ash, also der erste Band, ein Highlight für mich war, müsste ich den eigentlich auch nochmal lesen, bevor ich den hier lese. Aber ja, das Jahr ist ja noch lang und da kann ich ja noch sehr, sehr viel Seiten verschlingen. Das nächste Buch für meine Liste durfte damals auch in einer Sonderedition einziehen. Es war die Witch Crown Edition und die sah so aus. Ich spreche natürlich von Lore. Das Buch gab es, glaube ich, in 83 verschiedenen Editionen von der Bücherbüchse, von der Witch Crown, von Chest of Fandoms. Ich weiß gar nicht, ob die Original-Erstauflage vom Verlag auch einen Buchschnitt hatte. Da müsste ich mich jetzt nochmal schlau machen. Aber wie gesagt, ich habe die Witch Crown Edition und möchte das Buch jetzt ganz unbedingt von meinem Sub befreien. Seit 7 Jahren läuft Lore vor ihrem Schicksal davon. Einst war die Jagd auf griechische Götter ihr Leben, bis diese ihr alles genommen hat. Die Vergangenheit holt sie jedoch schlagartig ein, als die nächste Jagd erneut in New York stattfindet und eine der letzten ursprünglichen Göttinnen sie aufsucht. Athene bietet ihr ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der Lores Familie ermordete, aber schon bald muss Lore erkennen, dass es um viel mehr als ihre persönliche Vergeltung geht, denn Ares möchte die ganze Welt in Schutt und Asche liegen und ausgerechnet Lore, die nichts mehr mit den Göttern zu tun haben wollte, muss ihn aufhalten. Das nächste Buch, das es auf meine Liste geschafft hat, ist eigentlich gar nicht so mein Lesebeuteschema, aber trotzdem möchte ich es unbedingt nächstes Jahr lesen.
Sebastian Fitzek, Der Heimweg. Der einfache Grund ist der, ich habe noch nie einen Fitzek gelesen und möchte das tunlichst nachholen. Tatjana hat sich damals das Buch extra gekauft und dann kam unser Buddy Read irgendwie nicht zustande. Jetzt habe ich mir es auch gekauft, sogar in der Black Edition, die damals am Anfang, diese Limited Edition, die da rauskam. Und ja, ich lasse mich mal überraschen, ob der Herr Fitzek mich auch begeistern kann. Samstag, kurz vor Mitternacht, Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon, ein Service für Frauen, die nachts auf ihrem Heimweg Angst bekommen und eine beruhigende Stimme brauchen, so wie Clara. Die junge Frau glaubt, von einem Psychopathen verfolgt zu werden, der vor Wochen mit Blut und Datum auf ihrer Schlafzimmerwand malte, Claras Todestag, und dieser Tag bricht gerade an. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist auch wieder eine Sonderedition. Ich habe irgendwie momentan super viele Sondereditionen hier, die ungelesen in meinem Regal vor sich hin dümpeln. Ich spreche von Welch grausame Gnade. Da ist der zweite Band auch schon erschienen. Den müsste ich mir eigentlich noch holen, damit die beiden halt nebeneinander stehen können. Aber ich habe es noch nicht getan. Eine Blutfehde zwischen zwei Gangs färbt die Straßen von Shanghai rot und lässt die Stadt hilflos im Chaos versinken. Im Zentrum des Geschehens steht die 18-jährige Juliette Kai, die aus New York zurückgekehrt ist, um ihre Rolle als stolze Erbin der Scarlet Gang zu übernehmen. Ein Netzwerk von Kriminellen, die weit über dem Gesetz stehen. Ihre einzigen Rivalen um die Macht sind die White Flowers, die Scarlet seit Generationen bekämpfen. Jeder Schritt der White Flowers wird von Roma Montago geplant, Juliettes erste Liebe und ihrem ersten Verrat. Doch als die Gerüchte über eine Krankheit umgehen, die alle in den Wahnsinn treibt und sich die Todesfälle häufen, müssen Juliette und Roma ihre Waffen und ihren Zorn beiseite legen und zusammenarbeiten. Denn wenn sie dieses tödliche Chaos nicht aufhalten, wird es keine Stadt mehr geben, die sie regieren können. Weil ich schon so oft davon gesprochen habe, dass ich diese Reihe lesen möchte, habe ich jetzt auch endlich Band 1 davon auf meine 23 für 23 Liste gesetzt. Ich habe es noch nicht gekauft, deshalb halte ich stellvertretend Band 3 vor. In die Kamera, so. Jay Christophs Nevernight muss ein super, super gutes Buch sein. Also meine ganzen Mädels, die schwören auf diese Reihe. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht gelesen. Ich habe das Buch auch nur, weil Evie irgendwann mal bei Abel bestellt hat und nicht auf die Mindestbestellmenge kam für den kostenlosen Versand und hat mich dann gefragt, ob sie mir was mitbestellen soll. Ist auch ein Mängelexemplar, aber ich werde die Reihe auf jeden Fall jetzt lesen. So, den Hustenanfall habe ich euch jetzt rausgeschnitten. Ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil ja Band 3 euch nicht wirklich viel bringt und auch spoilern würde. Mia Corvair kennt nur ein Ziel, Rache. Als sie noch ein kleines Mädchen war, haben die Mächtigen ihres Reiches ihren Vater als Verräter an der Itreanischen Republik hingerichtet und ihre Mutter einkerkern lassen. Mia selbst wurde unter fremden Namen vom alten Mercurio großgezogen. Mercurio ist jedoch kein gewöhnlicher Bürger der Republik, er bildet Attentäter für einen Assassinenorden aus, die Rote Kirche, und Mia ist auch kein gewöhnliches Kind. Sie ist eine Dunkelin. Seit der Nacht, in der ihre Familie zerstört wurde, wird sie von einer Schattenkatze begleitet. Um ihre Ausbildung abzuschließen, muss Mia sich auf den Weg zur geheimen Enklave der Roten Kirche machen, wo sie eine gefährliche Prüfung erwartet. Das nächste Buch habe ich euch auch schon sehr, sehr oft in meinem What I Read Next Video gezeigt. We Fell in Love in Oktober von Inka Lindberg. Ich denke, viel mehr drumherum reden muss ich gar nicht mehr. Ich habe euch echt schon das Ohr blutig gekaut mit diesem Buch. Es ist ein Einzelband und da ich Inka sehr, sehr gerne mag, möchte ich auch unbedingt jetzt endlich Zeit mal dieses Buch lesen. Ihr habt es ja leider nie gewählt. Lisa fühlt sich, als würde sie ersticken. Es muss doch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau in einer Kleinstadt inklusive übergriffigem Chef. In einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben. Sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Carla. Zwischen Couchsurfing, Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben müssen. Ebenfalls ein Buch, das ständig in meinem What I Read Next vorkam, ist Sweet Like You. Es haben zwar letztes Mal einige dafür gestimmt, aber es hat natürlich mal wieder nicht gewonnen. Und deshalb ist es jetzt endlich auf meiner Liste gelandet, damit ich es finally mal lesen werde. Honey Springs ist eine kleine Stadt in Kalifornien, die für den dort hergestellten Honig bekannt ist. Für Cassie Wilkerson ist es der Ort, an dem sie sich das erste Mal verliebte. Doch das ist lange her. Inzwischen lebt sie in New York und kehrt nur für die Testamentseröffnung ihrer Tante zurück.
Doch anstatt wie erwartet irgendeine Kleinigkeit zu erben, ist sie plötzlich Besitzerin einer Farm samt Inkerei und soll zudem noch für 3 Wochen das Amt ihrer verstorbenen Tante als Bürgermeisterin übernehmen. Bitte was? Cassie kann nicht bleiben. Sie hat einen Job in New York und sie hat Angst vor Bienen, verdammt nochmal. Aber um ihre Tante willen lässt sie sich auf die 3 Wochen ein. Schließlich hat sie Hilfe. Zum Beispiel von Nick Porter, damals ihr erster Freund und heute der Chefimker ihrer Farm. Das nächste Buch, das es auf meine Liste geschafft hat, habe ich tatsächlich von der lieben Evi geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es zu Weihnachten war. Ich glaube, das war tatsächlich, als wir mit den Saarland-Buchmädels gewichtelt haben, hat sie mich gezogen. Und ich glaube, es war tatsächlich das Buch, das in meinem Wichtelpaket drin war. I'm so sorry, Evie. Ich habe es immer noch nicht gelesen, aber habe es jetzt fürs nächste Jahr vor. Die Staubchronik von Enimand Crump. Oder Enimand Crumps Staubchronik, so. Da habe ich auch schon so viel Positives drüber gehört. Deshalb hatte ich es damals auch auf meine Liste gesetzt, auf meine Wunschliste. Und ich weiß auch nicht, warum ich es bis heute noch nicht gelesen habe. Ich freue mich jetzt schon drauf. Evie hat mir so viel Gutes erzählt und die Seiten sind auch so schön vergilbt. Ich liebe es. Also das ist mit Absicht so. Das ist nicht geschehen, weil es in meinem Regal gestanden hat. Das Buch wurde tatsächlich so gedruckt, weil es einfach zur Thematik passt. Kleider, Bälle und die Suche nach dem perfekten Ehemann. Das ist es, was sich Annemans Mutter für ihre Tochter wünscht. Doch Annie hat anderes im Sinn. Sie lebt in einer Welt aus Büchern und bemüht sich, der Realität mit Scharfsinn und einer gehörigen Portion Sarkasmus aus dem Weg zu gehen, bis dieser an ihre Tür klopft und ihr ein Angebot macht, das ihr Leben auf den Kopf stellen soll. Da ich die Hexenthematik momentan sehr, sehr hart feiere, hat es mir nicht gereicht, nur ein einziges Hexenbuch auf diese Liste zu setzen. Nein, ich musste noch ein zweites draufsetzen. Und zwar Cards of Love, die Magie des Todes. Der erste Band der Cards of Love-Reihe. Ich habe den damals bei der lieben Nella gewonnen, in dieser wunderschönen Buchschnitt-Variante. Ich glaube, das war von der Bücherbüchse auch. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe es halt, wie gesagt, gewonnen. Und da ich ja selbst gerade ein Buch über Hexen schreibe, in dem es auch ein bisschen um Tarot geht, bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie Nena das hier umgesetzt hat. Im Klappentext heißt es: Ein plötzlicher Todesfall, ein ehrwürdiges Grand Hotel in Venedig, ein Stockwerk, das von seltsamen Schauspielern bewohnt wird. Giulietta, die ihnen die Karten legt und auf der Suche nach Antworten ist. Malvolio, der sie in seinen Bann zieht. Noch ahnt Giulietta nicht von der Gefahr, die hinter seinen Worten lauert. Die Gefahr, nicht nur ihr Herz, sondern alles zu verlieren. Und last but not least hat es noch ein letztes Buch auf meine Liste geschafft. Buch Nummer 23 wäre Die Tribute von Panem X, das Lied von Vogel und Schlange. Das Buch liegt schon sehr, sehr lange, ich glaube seit Release, auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Ich habe es auch irgendwann mal angefangen zu lesen, ich glaube mit der Kati von Kati liest. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich habe es auf jeden Fall mit einer Freundin auf Bookstagram angefangen. Es ist, wie gesagt, schon so lange her, dass ich es tatsächlich nicht mehr genau zuordnen kann. Ich habe die Vorgängerreihe, also die normale Tribute von Panem-Reihe, so sehr geliebt und hoffe einfach, auch wenn viele Stimmen sagen, dass das Buch hier gar nicht rankommt oder was ganz anderes ist, dass es mir trotzdem gefallen wird. Hier geht es nämlich nicht um die Hungerspiele mit Katniss und Co., sondern es geht um die 10. Hungerspiele und um die Kindheit von Präsident Snow. Es sind die 10. Hungerspiele, er ist ihr Mentor, sie sein Tribut. Verbunden in einem aussichtslosen Kampf, folgt er den Regeln des Spiels oder seinen Wunsch zu überleben. Ich habe das erste und das zweite Kapitel, glaube ich, damals gelesen und fand es schon ziemlich gut, aber ich lasse mich natürlich gern nochmal überraschen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher von meiner 23 für 23 Liste. Ich mache es jetzt kurz, ich merke nämlich, dass meine Stimme gleich komplett den Geist aufgibt. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich gehe nämlich davon aus, dass das Video irgendwann zur Weihnachtszeit oder zu den Feiertagen abgeloadet wird. Drück euch ganz, ganz fest, jetzt klingelt die Haustür. Ich sag tschüss. Bis bald.